Liebe Facebook-Community, ich darf Sie zu unserer Pressekonferenz hier nach dem Spiel von dem TVB 1898 Stuttgart gegen den SC Leipzig willkommen heißen. Die Partie endete mit einem 22:27 für die Gäste aus Leipzig beim Halbzeitstand von 12:13 für Leipzig. Für diese Pressekonferenz darf ich Ihnen ganz kurz vorstellen, hier die Herren zu meiner Rechten. Das ist der Trainer für Leipzig, André Haber, und der Geschäftsführer Carsten Günther, und zu meiner Linken für den TVB Trainer Markus Bauer und der Geschäftsführer Jürgen Schweikert. Wir fangen an mit Ihrem Trainer zum Spiel, Herr Haber. Ja, hallo erstmal von meiner Seite. Wir freuen uns natürlich riesig, dass wir hier gewinnen konnten. In dem Spiel Stuttgart gegen Leipzig liegt, glaube ich, sehr viel Brisanz aus den letzten Jahren. Wir haben zusammen zweite Liga gespielt, wir sind im selben Jahr aufgestiegen, wir haben im selben Jahr die Klasse gehalten. Also von daher viele Parallelen oft gegeneinander gespielt mit ähnlichen Voraussetzungen, sodass es so oft genug knappe Spiele waren. Das wussten wir. Wir haben uns auch darauf eingestellt, dass es heute ein Stück weit in Richtung Prügelei gehen kann. Das war teilweise so, aber wichtig ist, dass wir auf unsere Leistung gucken. Ich bin total zufrieden und absolut stolz darauf, wie unsere Mannschaft in der zweiten Halbzeit verteidigt hat. Da haben wir noch 10 Tore zugelassen, da haben wir, egal ob im 6 gegen 7 oder im 6 gegen 6, eine hervorragende Deckungsleistung gebracht, die dann letztendlich auch ausschlaggebend war für unseren Erfolg. Wir haben uns im Angriff einen klaren Plan zurechtgelegt über die 60 Minuten. Das ist sehr, sehr kräftezehrend gewesen, was wir da spielen wollten, und haben das aber trotzdem zu einem Großteil gut umgesetzt bekommen. Ja, von daher bin ich absolut glücklich. Jetzt fahren wir nach Hause, konzentrieren uns voll auf Gummersbach, sind froh, dass wir auch 7 Tage wieder unter Vorbereitung haben und ja, wollen unser nächstes Heimspiel auch gewinnen. Vielen Dank. So, herzlichen Dank, Herr Haber. Herr Günther, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, schönen guten Tag von meiner Seite. Dem ist relativ wenig hinzuzufügen. Ganz großes Kompliment an das Trainerteam, an die Mannschaft, wie sie hier im Spiel, was sehr emotional war und was auch bis in die Schlussphase hinein eng war und hätte noch kippen können, zu ihren Gunsten über die Ziellinie gebracht haben. Da sieht man einen echten Entwicklungsprozess in der Mannschaft, bei einzelnen Spielern, aber auch als Mannschaft, dass wir eben nicht hektisch werden, wenn es dann nochmal kribbelig wird, sondern dass wir unseren Stiefel weiter spielen. Darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Haben jetzt eine lange Heimfahrt vor uns, aber die wird entsprechend angenehm für uns sein. Und André hat schon gesagt, dann wollen wir ins große Heimspielfinale nochmal alles reinwerfen, was wir haben gegen den VfL Gummersbach. Aber ich glaube, heute sollten wir da nicht so viel Gedanken dran verschwenden, heute können wir uns einfach nur freuen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Günther. Dann machen wir weiter mit dem Trainer für den TVB, Markus Bauer. Ja, also André, Carsten, Glückwunsch zum Sieg. Ja, wir haben uns selber um den Lohn gebracht. Also der Mannschaft kann man von der Einstellung, von der Kampfbereitschaft und vom Willen, diesen Fight anzunehmen, überhaupt keinen Vorwurf machen. Wir haben in der ersten Halbzeit, gehen mit dem Rückstand in die Halbzeit und sind gefühlt, müssten wir 1-2 Tore vorne sein. Haben da auch mit den 3-7 Meter, die wir ausgelassen haben, natürlich schon auch jetzt nicht dafür gesorgt, dass man mit übermäßig Selbstvertrauen in die Aktion geht, in die Wurfaktion. Und so ging es in der zweiten Halbzeit gerade weiter. Wir hatten wie Leipzig auch einen Plan, wussten auch, wo man hinspielen muss und was wir machen wollen. Nur war die Abschlussquote sehr, sehr schlecht, und das ist das, was uns dann auch das Genick gebrochen hat. Letztendlich diese 5 Tore sind meiner Meinung nach zu hoch, aber das hatte Carsten ja gesagt, 3 Minuten Verschluss sind es 3, da kann das auch noch anders ausgehen, dass Leipzig dann am Ende das Ding gewinnt. Da waren sie in der zweiten Halbzeit dann auch die bessere Mannschaft und die abgeklärtere, aber in der hohen Höhe muss es nicht sein. Aber da können wir uns auch nichts dafür kaufen. Wir werden jetzt auch dran gehen, zu schauen, was wir eben brauchen. Das haben wir heute gesehen im Spiel, von der Bereitschaft in der Abwehr, den Gegner unter Druck zu setzen. Dann haben wir auch einige Paraden auf einmal. Und werden den Angriff nochmal anschauen, um den Jungs auch nochmal zu verdeutlichen, dass im Handball eben nur was funktioniert, wenn man auch mit richtig Engagement und Mut in die Abschlüsse geht. Dankeschön. Okay, herzlichen Dank, Markus Bauer. Dann machen wir weiter mit dem Kommentar von Jürgen Schweikert.
Nachmittag von mir. Schade, es war heute mehr drin. Ich sehe es ähnlich, dass zum einen unsere Abschlussschwäche nicht gereicht hat, zum anderen aber auch, dass wir, ich weiß nicht, 4 oder 5 Bälle über die Parallele zu weit gespielt haben und direkt abgefangen wurden. Die beiden Sachen in Summe, wenn wir die besser gestalten, dann können wir am Ende hier als Sieger vom Feld gehen. Mich jetzt vor allen Dingen für Jonas gefreut, weil er hat sein Part dazu beigetragen, dass seine Leistung war absolut ausreichend, um das Spiel heute zu gewinnen. Ich denke, es waren die anderen beiden Punkte und am Ende müssen wir halt gucken, dass wir mehr wie 22 Tore werfen. Das haben wir nicht geschafft. Wir sind in einer sehr schweren Situation gerade. Das wussten wir vor dem Spiel, das wissen wir jetzt. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt einfach weiterzumachen und uns auf Melsungen zu konzentrieren, wohl wissentlich, dass das ein sehr schweres Spiel wird, aber auch dieses Spiel muss gespielt werden. Okay, herzlichen Dank. So, gibt es hier Fragen an die Herren? Okay, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann herzlichen Dank an Sie beide und an Ihre Jungs. In dem Schneegestöber eine gute Nachhausefahrt. Kommen Sie heil an. Dann danke, dass Sie in dieser Pressekonferenz teilgenommen haben.